Ja, hi, konnichiwa. Hallo, liebe Metaka-Freunde. Heute haben meine Nameless endlich einen Namen gekriegt. Und zwar die da hinten. Die heißen Minami Bozo. Hat zwar ein halbes Jahr gedauert, die Namen herauszufinden. Aber jetzt endlich weiß ich, wie sie heißen. Ich zeige euch mal, wie sie da aussehen. Und wer meine Sommervideos gesehen hat, der weiß, dass sie genauso aussehen. Die haben eine wunderschöne Farbe. Hier schwimmt gerade einer hier vorne. Hier im Aquarium haben sie nicht die Farbe. Ich werde mal sehen, mit dem Licht ein bisschen spielen. Die brauchen ja ungefähr 4000 Kelvin. Reicht für die vollkommen aus. Müssen wir mal gucken, das ist die Farbtemperatur. Aber für die Farbe scheint es nicht so gut geeignet zu sein. Schade, dass er jetzt hinten schwimmt. So, hier haben wir den nochmal. Also Minami Bozo heißen die. Ja, ich hatte vorerst mal Akami gesagt, anstatt Akari. Entschuldigung nochmal, aber bei den ganzen japanischen Namen kann man schon mal durcheinander kommen. Hier ist nochmal sehr hübsch der Kleine. Okay. Die Miyuki Blau, die sehen auch sehr schön aus, muss man sagen. Und hier die Orange Lahm, sind auch sehr hübsch. Leider habe ich gerade entdeckt, dass da einer mit einem gebogenen Rücken ist von den Minami Bozo. Minami Bozo. Entschuldigung, ich muss die Namen selber erstmal lernen. Aber da hinten sehe ich gerade, hat ihn einen gebogenen Rücken. Ja, bei mir kommen die alle in Aquarium zusammen, die ein bisschen verbogen sind, und die vier Männchen. Ich habe ja einen Männerüberschuss. Auch hier schaut mal, wie schön der ist. Hier vorne. Sehr hübsch. Ich weiß ja nicht, sieht man das richtig, die Farbe? Also sehr eine wunderschöne Farbe, ist viel bronzener, als es jetzt hier auf dem Video zu sehen ist. Das grüne Wasser ist ja hier auf dem Video auch schlecht zu sehen. Das wirkt ja eher trüb. Dabei ist sie grün. Interessanterweise war das bei meiner anderen Kamera nicht so. Da konnte man das grüne Wasser sehen. Hier ist es, sieht es mal eher trüblich aus. Ja, hier seht ihr, nämlich einen gebogenen Rücken. Das ist nicht gut. Aber ich sehe gerade der andere da auch. Das sind zwei. Das wo ein Merkmal ist, ich weiß es nicht. Aber ich denke, die sind. Die haben tatsächlich einen gebogenen Rücken. Zwei Stück. Und da muss ich mir mal noch mal genauer ansehen. Das habe ich nämlich tatsächlich erst auf der Kamera entdeckt. Ihr seht da. Hier sind noch ein paar Junge drin, ihr seht, von den Miyukis. Da bin ich ja gespannt, ob das Männchen oder Weibchen werden. Das kann man jetzt noch nicht sehen. Da habe ich nämlich einige und ich hoffe, dass da ein Weibchen mit bei ist, weil die Miyukis ja, habe ich nur Männchen, die Erwachsenen. So, und ich hatte aber schon ein paar Junge gehabt, bevor die Elster kam, und deswegen hoffe ich, dass da jetzt ein Weibchen bei ist, das denn doch noch eine Gruppe bilden kann. Die sind wirklich sehr schön, die Miyukis. Die fallen mir sehr gut. Auch die Yangufai Lam. Yangufai Lam klingt ja eigentlich falsch, ist ja eine andere Sorte, dann wird das wahrscheinlich Orange Lam sein. Weil Yangufai ist ein Yangufai. Der ist einfach orange. Und Yangufai Lahm dürfte ja eigentlich ja nicht eben. Oder? Kann mich ja auch täuschen. Ich weiß es nicht. So, meine Schneckchen sind auch schon unterwegs. Also ich werde vielleicht doch wieder auf die andere Kamera umsteigen.
Die ist hier scheinbar nicht so gut. Für das war ich mir gedacht. Die ist ja im Tageslicht besser. So, hier habe ich jetzt schon zwei der Hennen rausgesucht. Von hier oben könnt ihr sehen, das ist ein Zahnschoko. Die beiden kleineren sind Zahnschoko. Und da ich kein Männchen dafür habe, habe ich jetzt von den Akari noch einen zugesetzt. Das sind praktisch die der Farben, die bei den Akaris rauskommen. Die helleren. Aber leider habe ich dafür, war da kein Männchen mit bei. Da. Jetzt ist er da. Er hat einen orangenen Kopf. Er ist fast durchsichtig und trotzdem lahm. Eine sehr interessante Farbe. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ist leider hier auf dem Video nicht so gut zu erkennen. So, also der hat einen orangenen Kopf. Jetzt sieht man fast ja nicht auf dem Video hier. Und der zweite auch. Von oben sehen sie fast durchsichtig aus und haben auch einen orangenen Kopf. Und ich bin gespannt, was da rauskommt. Mal sehen, ob man das auf dem Video überhaupt sieht. Ich putze jedes Mal die Scheibe, bevor ich überhaupt filme. Und trotzdem ist die Trübung hier zu sehen von dem grünen Wasser. Das ist erstaunlich. Ich werde mal die andere Kamera wieder benutzen zu locken. Also das ist nicht klar hinzukriegen. Erstaunlicherweise. Ja, tut mir leid. Muss ich eine andere Kamera nehmen. So, jetzt hole ich mir erstmal die Grundstoffe, die ich in der Wohnung brauche. Mal gucken, ob wir welche gefangen haben. Da sind ein paar drin. Also hier sind immer meine... Jo. Ich muss mich erst an die Kamera gewöhnen. Sorry, ich bin nicht immer gewohnt, dass das unten ist. In der Mitte ist die Kamera so. Also hier könnt ihr sehen, habe ich ein paar Wasserflöhe. Ich werde noch ein paar einfangen und die mit drin machen. Die dienen als Zuchtmaterial für drinnen. So, jetzt zeige ich erstmal eine Wasserflöhe. Die reichen vollkommen aus. Ich habe noch ein bisschen grünes Wasser mal drin gemacht. Und die werden jetzt erstmal so mit nach Hause genommen. Und da kann ich sie in aller Ruhe vermehren. So, da seht ihr auch. Also das reicht auf jeden Fall erstmal aus. So, als nächstes hole ich mir hier aus meinem Teich Wasser. Dieser Teich ist 13 Jahre nicht sauber gemacht worden. Da ist weder Wasser gewechselt noch sonst was. Und trotzdem könnt ihr sehen, wie klar er immer noch ist. Oder wie ihr wollt. Er ist voller Mikroorganismen. Und er ist eingefahren. Somit spare ich mir die ganze Chemie. Und das ganze andere, was man da noch mit drin machen soll. Und ich habe sofort fertiges Wasser mit hunderten Mikroorganismen, die alle von den Medakas her gegessen werden. Wer meine Videos kennt, der hat das ja gesehen. Ich habe euch die ja mal gezeigt. Die tauchen ja immer wieder mal im Bild auf, die kleinen. Sind ja ein bisschen zu sehen. Und damit hat man eine reichliche Mahlzeit für die Medakas und große Abwechslung. Deswegen nehme ich immer Teichwasser dafür. Das ist perfekt. So, den zweiten Kanister mache ich mit, fülle ich mit Wasser, mit Grünwasser. Zum Glück halt vom Grünwasser genug. So, das ist der Ansatz. Das reicht da unten. Jetzt kommt ein bisschen Hühnermist drin. Ein Kegel reicht dafür. Und jetzt wird das erstmal aufgefüllt mit Teichwasser. Und dann kommt das Ganze mit nach Hause. So, ich habe es jetzt aufgefüllt. Also ihr seht, die grüne Farbe bleibt trotzdem bestehen. Der kommt jetzt nach Hause in Glasgefäß, das zeige ich euch noch. Aber man kann natürlich auch 5 ml Flüssigdünger verwenden oder
andere Düngerarten. Weil grünes Wasser, wie gesagt, braucht Nitrate, Ammoniak, alles Mögliche und entfernt Schadstoffe und lebt von den Schadstoffen. Und deswegen ist es ja auch so ein großer Vorteil im Aquarium wie im Teich. Ach so, hatte ich zwar schon im anderen Video mal gebracht, also man kann das jetzt, wenn bei dem Wetter ist es wirklich schlecht, grünes Wasser herzustellen. Man kann zwar aus einer Ringmenge große Mengen machen, aber wenn man keins hat, dann kann man fertig kaufen. Ich mache den Link nochmal runter. Dann könnt ihr euch das angucken. Also wie gesagt, das ist auch für Garnelen gut, das ist für andere Fische, für Kleinstlebewesen, für Schnecken, für etc. Die ernähren sich alle davon. Gerade Garnelen übrigens auch, die freuen sich darüber, weil das ist richtig schöne Nahrung für die. So, ich werde mal testen, ob das grüne Wasser auch bei Tageslicht hier, also ich habe so eine Neonleuchte hier, Tagesleuchte, ob das da auch sich entwickelt. Und hier sind meine Wasserflöhe. Und davon mache ich jetzt mal ein paar bei den Kleinen mit drin. So, das grüne Wasser ans Fenster stellen und dann noch ein Belüfter drin. Aber dran denken, bitte nicht in der Nähe von der Heizung. Bei mir geht das, weil meine Heizung noch aus ist. Okay, das ist im Prinzip alles. Dann könnt ihr, wie gesagt, Gründünger nehmen, Flüssigdünger nehmen, etc. Bei mir reicht Wachtelmist, schmeiße ich immer ein bisschen mit drin. Und dann nehme ich immer ein bisschen hier ab. Das ist also praktisch meine Versorgung. Hier, das sind ungefähr 5 Liter. Das reicht für mich vollkommen aus. Ich brauche ja immer bloß so Viertel Liter, halben Liter, je nach Bedarf, gieße ich da drin, damit das Wasser auch nicht zu trüb ist. Außer bei den Jungfischen, da wird eben richtig grünes Wasser gemacht, weil die leben ja davon.